Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Schauen wir mal wieder hier rein bei meinen Fahrzeugen, bei meinen Geschenken, die ich hier bekommen habe, was es hier so Neues gibt. Oh, ja, jede Menge. Fangen wir von oben an. Was gibt es hier? Eine Corvette. Dann habe ich hier den Lancer Evolution. Den DBS, ja, Aston Martin. Oh, Audi R8. Da schau her. E-Type S1, was ist denn das bitte? Ganz was Altes und wow, V8 Vantage. Okay, jo, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Jo, ratet mal. Tulpe Hürde 5,8 für ein Chic bei einem DBS. Gut, da kann ich nicht aus, den muss ich einfach mal nehmen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Aston Martin, ja, den packe ich jetzt ein. So, schauen wir mal, wo sind die Autos? Meine Autos, Marke Aston Martin, welcher einer war das? Und zwar der hier. Steigen wir mal ein. Auto ansehen. So, oh, einen fetten Frontspoiler da unten und hinten was ordentlich Dickes drauf. Okay. BMW, was auch immer das ist. Okay, designtechnisch jetzt nicht der Burner, das macht aber nichts, denn ich bin auch kein Designer. Aber immerhin ein fetter Spoiler und vorne auch. Ja, gut, dann schauen wir gleich mal, ob es ein Race diesbezüglich gibt, denn weiter muss es hier in der Karriere auch Und heute gehen. fahren Sie erneut auf dem Grand Prix-Kurs des Nürburgrings. Nürburgring, ja, das ist in Ordnung, da kennen wir uns schon ein bisschen aus. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das Auto gleich einsetzen kann. R3758, ja, ein bisschen zu schwach auf der Brust, aber egal. Das riskiere ich mal, das Rennen nehme ich an. Wird wenigstens ein bisschen spannender, dass es nicht zu einfach ist, dass ich locker gewinne. R3-Klasse, na, gucken wir mal. So, Rennen 21 von 27, ja, das Ende der Karriere naht. Ich glaube, nach Liga der Legenden, glaube ich, ist es vorbei. Was auch immer danach kommt, aber schauen wir mal. Das werdet ihr sicher miterleben. Da werde ich schon entsprechend natürlich hier meine Gameplays weiter fortsetzen. Grand Prix-Kurs. Nürburgring, Deutschland, später Nachmittag, 22 Grad. Gut, da werden wir die Sandalen anziehen, das T-Shirt ganz lässig überwerfen und los geht's. Oh, zwei Rennen, uiuiui. Wenn jetzt schon später Nachmittag, also das zweite Rennen am Abend oder wie? Na egal. Oh, links gesteuert, jawohl. Oh, edles Grün ist das da drin, oder? Wow, da schiebt er an. Leck. So, nicht drängeln hier in der Haarnadel. Ja, wow. Mann, oh Mann, was hast du mir da zusammengeschraubt? Was hast du mir da zusammen? Wow. Nein, das ist nicht mein Fahrzeug, also noch nicht. Also, das sind noch 5 Runden. Ein bisschen eingewöhnen hier. Da muss man schon sehr vorsichtig mit dem Gaspedal umgehen. Millimeterweise durchdrücken. Der Nürburgring ist ein bisschen holprig, ja, auch bei gewissen Kurven. Also, wo die Bremskraft dann entsprechend natürlich verloren geht. Also, Beschleunigung haben die anderen eindeutig eine bessere. So hoffe ich halt, dass ich mit meinem fahrerischen Können ein bisschen mithalten kann. Hier sind auch jede Menge Bodenwellen. Probieren wir es mal, ob ich hier ein bisschen vorkomme. Ja, na bitte, einen Platz gut gemacht. Ah, der Sound ist schon geil, oder? Also das gefällt mir schon cool, wenn das hier so, wow, singt. Wow, der ist schon sehr übersteuernd. Locker auf der Hinterachse. An und für sich heißt es ja, locker auf der Hinterachse ist schnell. Ja, Entschuldigung. Eine Heckleuchte bitte für diesen Fahrzeug da vorne. Geht auf meine Kappe. Aber
Ja, seht ihr, ich kann schon, jetzt leistungstechnisch kann ich schon mithalten hier. Ich muss vorsichtigst lenken und aufpassen beim Gas geben. Du fährst in den Sand, das habe ich schon gesehen. Wow. Also der ist schwer zum Fahren, aber wenn man sich bemüht und vorsichtig hantiert, doch sehr flott. Und für das, dass der Leistungsindex doch deutlich schwächer war, komme ich hier doch recht gut mit Platz 7. Wenn ich jetzt hier nicht mordsmäßig Scheiße baue, wow, so wie hier jetzt, bremst doch, dann könnte es sich vielleicht ausgehen, irgendwo unter den Top-Plätzen am Ende zu stehen. So, aber zuerst müssen wir hier mal. Also bei den vielen Kurven, da bin ich doch schwächer unterwegs. Also merke ich es einfach, dass ich zu viel aufpassen muss beim Gas geben. Wo die anderen doch ein bisschen flotter wegkommen hier. Aber macht nichts. Erstens muss ich nicht immer Erster werden und zweitens darf es auch ruhig ein bisschen Kampf sein da. Ah, singt aber schon schön, oder? Ja. Boah. Da war jetzt auch nicht mehr sehr viel Freiraum. Der schiebt schon ordentlich, bis dann alles. Und locker auf der Hinterachse. Unglaublich da. Ah, ja, ja, ja. Elegant vorbeigesegelt. Ah, da hängt einer in der Bande. Na bitte, wieder einen Platz gut gemacht. Bursche, das ist mein Platz da. Platz 6 gehört mir, hau ab da. Ja, vorsichtig, dieser leichte Rechtsknick, der hat mir schon. Ah, zu schnell, oder? Nein, geht sich aus. Dank der Spoiler dürfte entsprechend Anpressdruck auf der Bremse sein. Also Anpressdruck auf der Bremse ist ja Blödsinn. Aber entsprechend Anpressdruck, um die Bremskraft auf den Asphalt zu bringen. Hey, hau ab! Hey! Krippe! Platz 5, na bitte. Jetzt bin ich so langsam, jetzt drängt er sich sicher rein hier. Hey, wer ist denn das? Das ist ja ganz ein anderer. Ah, was ist denn mit los mit dir? Hallo? Geh weg da vorne jetzt einmal. Was ist denn da los? Stevie Wonder Racing oder was? Wir fahren nach Gehör. Was deine zu langsam ist, ist der andere zu aggressiv. Hier in diesem Bereich, in diesem Abschnitt da habe ich nicht viele Chancen. So, probieren wir es mal dreispurig auf der Außenseite. Ah, keine Chance. Vielleicht kann ich in den Sand reindrängen. Also einfach nur, indem ich entsprechend Druck mache. Aber um Druck zu machen, müsste ich mal reinkommen hier. Auf der anderen Seite ist mir lieber, wenn ich mal hinten herfahre, bevor ich mir die Kiste zusammenhaue. Hier. Dellen habe ich sicher schon genug drin. Von diesen vorigen Drängelei-Aktion. So, Burschen, jetzt aber nie. Ah, jetzt oder nie. Ah, gib Gas, Aston Martin! Wow! Ein starkes Manöver, lobe ich mich mal selbst hier.
Jawohl, Platz 3. Gut, der bleibt noch nicht, da ist es noch zu früh, um zu freuen, aber immerhin. Ah, viel zu schnell, viel zu schnell. Ja, du kannst schon kommen, aber immerhin bin ich schneller auf der Geraden. Das heißt, ich kann ein bisschen mehr beschleunigen. Ja, flieg nur ab, du. Jawohl, da fliegen die Fetzen. Da fliegt mir doch das Blech weg. Hast du davon, weil du immer so gierig bist, Bursche? Siehst du, ich bin... Uah. Ja, Pitwalkers große Klappe. Hey. Nein. Ja, einen Platz, okay, den vergib ich dir. Obwohl, meine Rache wird hart. Obwohl, es nicht übermütig werden. Diese Kurve hat es einfach in sich. Diese Bodenwellen sind eine Sau. Ein hartes Geschäft hier. Ich schwitze schon fast. Oh, zu viel gebremst. Kurve gleich zumachen hier. So, jetzt ist wieder Zeit, ein bisschen hier nachzukommen. So, schauen wir mal, ob ich... was ist mit dir, Haupt? Wehe, du drehst mich um. Ich steige aus und stich deinen Patschen, ich schwör's dir. Letzte Runde, ding, ding, ding. Ah, und viel zu viel Speed. Aber doch gut rumgebracht hier. Gerade noch die Kurve gekratzt, sozusagen. Ah. Kurz aufs Bremspedal, damit die vorderen Reifen wieder Grip haben. Oh, der holt mich jetzt. Ja, ui, ist zu zweit. Also der dritte Platz ist noch hart umkämpft hier. Der gehört mir noch nicht, wie man sieht. Alles andere als sicher hier. Ah, wo fährst du denn hin, Pitwalker? Was soll der Scheibenkleister? Ja, so schnell ist der Traum vorbei, aber wir sind dann noch nicht im Ziel. Also ein bisschen kämpfen gibt es ja schon noch. Da geben wir nicht auf. Wow. Das wäre jetzt fast hier. Aber wir nutzen den Ausritt, um Schwung mitzunehmen. Jawohl, hier noch ordentlich Gas gegeben, die Kurve mitgenommen. Mit Top Speed. Aber ich den noch packe hier vor dem Ziel. Ah, vielleicht macht, ich wollte gesagt, vielleicht macht er einen Fehler. Er hat ihn gemacht. Warum bin ich noch Fünfter? Hm? Okay, macht er nichts, aber immerhin. Nee, Platz 3. Oh, ich habe auf die Rundenanzahl geschaut. Jawohl, Platz 3 geschafft. Geiler Scheiß. So, was gibt es hier für Punkte dazu? Komm, gib mir ordentlich was. 100% Credits, ja, das ist in Ordnung. Ja,
Jawohl, Stufe 57 abgeschlossen. Und dann schauen wir gleich ins zweite Rennen. Da darf man gar nicht herumfackeln. Gleich an, an den Start, so ist es genau. Komm, tu nicht rum. Los geht's. Probieren wir gleich nochmal. Jetzt haben wir die Straße in den Fingern. Also das Ziel ist klar, Top 3. Naja, schauen wir mal. Der Start war nicht so schön. Ist die Frage außen und innen? Ja, außen war keine schlechte Entscheidung. Ah, Reifen noch kalt, man merkt es eindeutig. Da hat er dann noch weniger Grip. Also das Setting ist wirklich für mich am Limit. Ich hätte nichts gegen mehr Grip. Aber gut. Das Setup habe ich nicht selbst gebaut. Entsprechend natürlich ist es nicht auf mich abgestimmt, aber man kann sich ja anpassen. Es ist definitiv schnell. Hey, 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 Burschen. Wenn ihr euch so aufführt, gibt es gleich mal die rote Karte hier. Oder zumindest mal ein paar Punkte in Flensburg, oder? Flensburg ist es, glaube ich, bei euch in Deutschland. Bei uns gibt es ja das nicht in Österreich. Oder gibt es das eigentlich? Uah! Kaum rede ich von Strafzetteln und Co. Liege ich schon fast in der Botanik. Ja, ich muss trotzdem sagen, der Wagen macht Spaß. Der macht wirklich Spaß. Ich weiß nicht, was du hier am Setup geschraubt hast. Vielleicht schreibst du es bei den Comments rein. Aber auch wenn er für mich relativ schwer zu fahren ist, macht er Fun. So, wie schaut es jetzt aus? Platz 5. Ja, das ist mal in Ordnung für die erste Runde. Schon ordentlich vorgearbeitet. Hier mal ohne Bremsen durch, einfach nur vom Gas wegbleiben. Das verstehe ich auch nicht, wenn man die auf einmal so zusammenbremsen, statt dass sie hier gepflegt in die Eisen steigen. Aber ihr seht es, man darf sich nichts erlauben, es ist sofort der Gegner wieder hinten an der Stoßstange dran. Ja, und einmal ein bisschen blöd herumgespielt, überholt auch schon wieder, da rechts fährt er. Ein bisschen brachial reingestochen hier. Aber Platz 4. Ah, was macht er denn? Ist das ein anstrengendes Rennen? Unglaublich. Meine Nerven. Eine kurze Erholung. Aber auch nur ganz kurz. Und die Erholung auch noch bedingt aufgrund dieser Bodenwellen. Ich habe es schon erwähnt. Die sind wirklich, wirklich unangenehm. Gib ihm Gas, gib ihm Gas. Da quietschen die Reifen. So, lass mich durch da, Jungs. Nein, ah. Okay, okay, dürft ihr vorbeifahren. Oh, ich bin ja schon auf Platz 3, wie ist denn das passiert? Oh, ein Fahrzeug hängt da irgendwo. Schaut auf die Map, da auf der Karte, rechts. Da hängt ein Fahrzeug irgendwo an der Leitplanke oder irgendwas. Aber vielleicht werden wir es dann sehen, wenn wir dort vorbeikommen. So, Burschen, jetzt seid ihr fertig. Jetzt seid ihr fällig oder auch nicht. Kommt schon. Ab in die Botanik, BMW. Tschüss. Und er fällt auch ab. Ja, er fällt auch weg.
jawohl. Zumindest mal kurzzeitig Platz 1, komm. Platz 1, jawohl. Was sich die Sache nicht unbedingt erleichtert. Wenn kein Führungsfahrzeug mehr. Kein Führungsfahrzeug mehr hier ist. Diese blöde Kurve hier. Dann fehlt die Orientierung natürlich entsprechend schwer, zumindest für mich. Jetzt schauen wir, wo das Fahrzeug hier rumliegt, beziehungsweise schauen. Nicht so genau, denn ich muss mich auf die Strecke konzentrieren. Keine Ahnung, wo das ist. Jetzt fährt er auch mittlerweile schon wieder. Ah, da vorne guckt einer herum. So, wenn keiner vor mir fährt, ist es auch schwer zum beurteilen, wie schnell man fahren muss oder ob man selber schnell fährt oder nicht. Ah, Scheibenkleister. Ja, das darf ich mir bitte nicht erlauben bei so einer Konkurrenz hier. Obwohl, gerade noch rechtzeitig rausgekommen aus der Botanik hier. Eine heiße Geschichte. Da habe ich noch 2 Runden zu fahren. Zu spät beschleunigt. Zu spät beschleunigt, glaube ich. Aber hier schön durch, jawohl. Hier auch schön genommen, ja. Fast verschrien vor lauter Freude. Die hängen mir wirklich an der Stoßstange. Schmidt. Also diese Kurve werde ich in 100.000 Jahren nie ordentlich schaffen. Weiß nicht warum, aber da bin ich immer zu schnell. So, 4. Runde. Und kein Durchatmen. Kein Durchatmen, die Gegner immer an der Stoßstange. Dann fahre ich noch jetzt einen Schmarrn zusammen. Racing am Limit ist es für mich. Das ist wirklich an meinem Limit. Meine Hände schwitzen echt, mir ist so warm, unglaublich. Bin komplett verspannt. Diesmal besser gegangen hier. Oh Mann. Was war das jetzt? Das war jetzt Konzentrationsfehler. Viel zu stark gebremst, unnötig. Hier ist auch viel zu früh vom Gas runter. Das darf man sich natürlich nicht leisten bei diesen Gegnern. Und dann hier auf die Curbs. Jawohl, das war es jetzt einmal mit dem ersten Platz. Kann ich froh sein, wenn ich den zweiten halten kann. Aber Bursche, eine Runde habe ich noch. Das hole ich mir noch zurück. So, Bursche. Ja, hier auf der Geraden nicht, da habe ich keine Chance, das weiß ich. Ich hänge mir hier ein bisschen im Windschatten rein. Was ist denn da los? So, die schiebe ich erstmal ein bisschen weg da. Das ist meist wurscht, das Design spielt jetzt keine Rolle. Jetzt werden mit anderen Bandagen gekämpft hier.
Ich traue mich jetzt schon behaupten, das ist eines der härtesten Races. Liegt es an der Leistungsdifferenz, am Fahrzeug selbst? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, das fordert alles von mir jetzt momentan. Der erste Platz ist zu greifen nahe, aber es kann genauso gut in die Hosen gehen. Ich muss hier voll auf Angriff fahren. Eieieiei, das wird, wenn, dann sauknapp. In den Kurven komme ich immer schön ran. Ah, versaut, versaut. Jetzt kann ich nur mal schauen, dass bei der Schikane das vielleicht klappt. Ah, jetzt muss Risiko, jetzt muss Risiko. Ich bin einfach zu feig. Ist wurscht, dein zweiter Platz ist auch schön natürlich, aber komm, mach einen Fahrfehler, mach einen. Ja. Ah, komm, bring's rein. Geiler Scheiß. Jawoll. Wow. Ich bin fix und fertig. Bist du deppert. Danke für dieses Fahrzeug. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Aushalten und ja, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Race, euer Bitwalker. Ich brauche einen Tupfer. Herr Ober, einen Tupfer.